Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Bin dann mal eine Woche in Thailand auf Geschlechtsreise. Was dich nicht umbringt, macht dich kleiner. Mario. Schlappe 5 Euro. Pantoffeln heute im Sonderangebot. Wenn man alle Venen und Arterien nebeneinander legen würde, dann würde man sterben. Die 3. Die 3. Die 3. Die 3. Ich auf dem Weg von der Zapfsäule zur Kasse einer Tankstelle. Wenn ich mal tot bin, möchte ich verbrannt werden und die Asche ans Finanzamt schicken lassen mit den Worten: Das war der Rest, jetzt habt ihr alles. Mathelehrer, du hast 6 Äpfel und gibst 3 deinem Freund. Was hast du dann? Ich mit Tränen im Auge: Einen Freund. In letzter Zeit schlafe ich echt nicht gut. Damit geht auch mein letztes Talent flöten. Auf den 7 Seehundklippen sitzen 7 Seehundsippen, die sich in die Rippen zwicken, bis sie von der Klippen kippen. Sie küsste, er wollte mehr. Hey, ist dein Vater Schmied? Nein, wieso? Du siehst so behämmert aus. Der Herbst kommt. Meine Freundin wurde fast von einer Eichel erschlagen. Jetzt beginnt wieder die fiese Jahreszeit der kalten Klobrillen. Der Kurs, wie gehe ich mit Enttäuschungen um, findet heute leider nicht statt. Ich habe heute Nacht geträumt, ich würde ein riesiges Brötchen essen. Als ich aufwachte, war mein Kissen weg. Ich treib's jetzt schon seit einer ganzen Weile mit Zwillingen. Die sind aber auch echt leicht auseinanderzuhalten. Die eine hat blonde Haare und ihr Bruder hat einen Pimmel. Mein Bär, der hat 8 Ecken. Es ist ein Oktobär. Nach dem Sex umarmen wir uns immer ganz lang und romantisch, bis die Luft raus ist und ich den Schrank räume. Wusstet ihr, dass es Rucksäcke für Hasen gibt, mit denen sie fliegen können? Nennt sich Adler. Irgendein Arsch hat mir gestern Abend K.O.-Tropfen in mein 32. Bier getan. China hat 1 Milliarde Einwohner. Dinge, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million passieren, passieren dort 1000 Mal am Tag. Schützt deine Tochter vom Rotlicht, deinen Sohn vom Blaulicht und deine Bettwäsche vom Schwarzlicht. Was möchtest du auf deine Spaghetti drauf haben? Pommes! Julian, 4, kulinarischer Feingeist. Meine Partys sind immer gleich. 2 Gästen Bier, eine Flasche Wodka, kotzen, einschlafen und um 21 Uhr kommen die ersten Gäste. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen. Also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.